Mein erstes Russland-Gedicht, 1146. Wie ich auf die Welt sind, komm vor Jore, wie meine Mutter mich hat geboren, auf das kann ich mich gut erinnern. Wie die Hebammin mich im Arm hat geschwenkt, schon damals haben wir gedenkt, mit dir, Kerl, ist was los. Wie der Nachbar schon wieder groß mich bewundert hat, bestaunt, wie mein Vater gut gelaunt sein Erzeugnis hat gelobt, wie mein Großvater mich auf den Arm geholt hat grob und sagt, das ist ein Schwab. Das werde ich auch immer bleiben, das habe ich damals schon vor Jahren bei meiner Ahne geschworen. Solange auf meinem Hals sitzt der Kopf, sinn ich und bleibe ich ein Banaterschwab. Lager 1000, Stalino. Auf einem verrosteten Eisenbett, ohne Strohsack, nur verrissene Decke, damals noch als halbes Kind auf Russland verschleppt, um zu verrecken. Der hohe Zaun aus Stacheldraht, rund ums Lager grelle Lichter, auf der Wachtürm lauert der Tod, aus mongolisch grinsender Gesichter. Heut hör ich noch Wolfshunde bellen, Holzschuhe miet, auf Kopfstein klappere, fremde Kommandos hör ich schellen, Männer, wo im Hungerwahnsinn plappere. Vertraut ist mir mein Magen knurre, die Fies verfror und schwer wie Blei, oft hör ich noch Kugeln surre, und zwischendrin ein Todesschrei. Noch immer gespür ich's Lausebeise, sind viel zu matt, um mich zu wehren, wie hungrig müssen die doch sind, wo sich ein halb Verhungerter ernähren. Erwachsene Männer sehe ich kreischen, ihre gefaltene Hände beim stillen Beten, die sich wegen ihm Stück Brot verfleischen, vor harte Brotkorst bereit sind zu töten. Stalde hohl, die Männer bleich, die kraftlos durch den Schneesturm stappen. Ich und andere, Knie weich, stütze die Kumraden, wo zusammenklappen. Ich zuck zusammen, wann so zum Gespass durch die Luft pfeift der Kosakenpeitsch. In der Aue Hohn, in der Aue Hass, jobt wei matt, du Deutsch. Schweiß gebaut in mancher Nacht, lei ich im Bett in der warmen Stub. Han wieder mal geträumt vom Schacht, von der Maxim Gorki Grub. Thank you.
Unter anderem war ich in Bukarest bei Construcția Militară und wir haben einen Bunker gebaut, 50 mal 50 mal 25 Meter tief vor dem Generalstab. Ist mir schlechter gegangen wie in Russland. Das war bei Popeschle Orden. Von einem Etage zum anderen haben wir mit der Spade die Erde und die haben die weggeführt in so ein Tal war und dort ist die Erde reingekommen. Jetzt, wie das Loch fertig war, haben sie angefangen zu betonieren. In der Früh beim Frühstück, dort nimmt sich die Gidane Ramen und Salat de Messe. Wieder. Kommt einer rein, irgendeiner von der Sekretate. Se știți că s-a hotărât că voi n-aveți dreptul să purtați uniforma verde. Also, jetzt haben wir Pocanțe hamacat und Fußfetze, lange ohne Hose. Und dann haben wir einen Short gekriegt, also so ein kurzer Short und ein Maillot. Cine taie izmene, face pușcărie că averea poporului. Na, jetzt haben wir das Ruf gekrempelt. Das war dann doch so und die kurze Hose. Aber dann hat den ganzen Tag haben wir dort gesitzt und mit Käse und nichts. In der Nacht haben sie uns dann geführt auf Afomats. Das war von meinem Militärleben das Schönste. Geführt auf Afomats in eine Gemüsefarm. Dort war ein Hit gestanden. Dort haben sie uns 30, so an die 30 waren wir, ausgeladen. Er ist fortgefahren. Wir waren dort. Nicht vor Schlafen, nicht vor Essen, nicht. Nach meiner Heimat, da zieht's mich wieder. Es ist die alte Heimat noch, dieselbe dieselben frohen Lieder und alles ist ein anderes Dorf. Dieselbe Luft, dieselben frohen Lieder und alles ist ein anderes Dorf. Thank you.
die Mutter ging dort ein und aus. Jetzt schauen fremde Leute aus dem Fenster. Es war einmal mein Elternhaus. Jetzt schauen fremde Leute aus dem Fenster. Es war einmal mein Elternhaus.